Hey ihr Lichtgestalten, willkommen zurück zu Close to the Sun. Ja, wir sind im Maschinenraum und vielleicht kurz davor, Aubrey zu retten. Nun, jetzt ist die Frage, Aubrey gut, Aubrey böse? Das haben wir schon ein paar Mal in den Kommentaren gehabt. Und einige von euch sagen immer noch, sie vertrauen ihm nicht. Trotz allem, dass er uns schon öfter jetzt mal geholfen hat, aber ich muss auch sagen, ich bin noch ein bisschen skeptisch. Er hat uns ja schon angelogen, was die Familie anging. Er sagte erst, er hat eine Familie und er muss hier raus und dann gestand er uns, dass er doch keine hat. Und ich weiß nicht, in was er sonst noch alles lügt. Aber, naja, vielleicht lügt ja auch Rose in vielen Belangen. Ich meine, wenn dieser verrückte Ludwig, also Hannibal Lecter, verschnitt Jack the Ripper, wenn das wirklich ist, sagt, dass wir an allem schuld sind, auf dem Maskenball. Vielleicht war Rose ja schon mal hier. Und vielleicht ist sie ja eine Spionin von Edison. Oder vielleicht weiß sie das ja auch gar nicht. Und das alles ist in einer anderen Dimension geschehen oder in einer anderen Zeit oder ach, was weiß denn ich. Strom. Habe ich am liebsten. Hier vielleicht noch was zu sammeln. Und ich habe ein Collectible übersehen, ihr habt es mir in die Kommentare geschrieben. Ach, ärgerlich. Ja, ich weiß in welchem Kapitel, aber ich weiß halt nicht, wo das war. Ups, schnell. Warum bin ich eigentlich voller Blut? Rose, bist du da? Rose? Ja, ich bin noch da, Aubrey. Ich hab's durch die Maschinenhalle geschafft. Was jetzt? Vor dir befindet sich die Steuerung für die Hydraulik und den Druck. Die Verteilerspule bringt die Lagertanks zum Kochen. Du musst also den Druck reduzieren, um die Sicherheitstüren öffnen zu können. Such die Druckventile, Rose. Wenn du daran drehst, sollte sich der Druck verringern. Okay, Ventile finden und Druck verringern. Verstanden. Du machst das toll, Rose. Du bist fast hier. Okay, bin gleich wieder da. Das Lob, danke, aber da hättest du jetzt nicht gebraucht. Ich meine, wir leben noch, also machen wir wahrscheinlich irgendwas richtig toll. Ah. Okay, den hydraulischen Druck verringern, das kriege ich hin. Ventile drehen, dafür muss man nicht studiert haben und auch kein Wissenschaftler sein, schätze ich. Nicht mal ein Ingenieur. Man muss halt nur wissen, welche Ventile. Alter, dieses Blutbad. Das sieht doch aus wie ein Druckregulation, oder was? Robert? Wie ein Druckregulierungsventil. Noch mehr? Ne, ich glaube einmal reicht. Ja. Ich dachte eben schon, oh. Ja, ich meine, wenn uns Ludwig schon mal gefunden hat, ein zweites Mal, dann wird er uns vielleicht nochmal finden, ha? Huh? Und dann, wer weiß. Ich habe immer noch so ein bisschen Bammel. Und außerdem diese Viecher, diese Exo-Teile da, die müssten ja auch irgendwann. Hey, kam wieder eine Rohrpost. Das ist ja schön. Rohrpostnachricht. Oh, was bleibt dran mit der Fahrerflucht? Rettung wird kommen. Was? Bleibt dran mit der Fahrerflucht? Lustig. Noch ein Ventil. Nee, warte, da habe ich ja angefangen. Nee, habe ich nicht. Nicola wird. Aubrey. Was? Held Aubrey? Des Tages, Benny. Dein Funk. Der Held. Aubrey. Was? Held des Tages? Bist du auf Nikolas Seite? Oh, hier fehlt das Rad. Cool. Will er uns doch nur... Willst du, Aubrey? Willst du uns nur verscheißern? Ist er vielleicht sogar schizophren und ist selber Tesla? Oder Tesla ist schizophren? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was hier für ein Plot bei rauskommt, aber es ist auf jeden Fall interessant aktuell. Oh, hier. Ein Druckventilrad zur Steuerung des Hydraulikdrucks. Es ist alt und rostig. Ja, es ist wirklich alt. So lange gibt es die Helios doch noch gar nicht, oder? Dachte ich eigentlich. Guard our secrets and we guard you. Ist noch was? Nein.
Hallo? Ich habe so ein bisschen Angst, dass da was kommt hier. Komm schon. Wie, komm schon? Was soll der Geist machen? Was? Spectacularly failed? Okay. Wartungsbericht Nummer 2411. Prüfungsurteil in besonderem Maße durchgefallen. Wow. Die Art und Weise, wie er mich weiterhin täuscht, ist wirklich atemberaubend. Die CAP-Übertragungskabel dürfen nicht an das Stromsteuerungssystem angeschlossen werden. So, so. Nur weil die Kabel passen, heißt das nicht, dass ihr sie dort verbinden sollt. Die beiden Systeme arbeiten mit völlig unterschiedlichen Frequenzen, was bedeutet, dass alle seit der letzten Inspektion gesammelten Leistungsmesswerte nutzlos sind, da die Werte beeinträchtigt wurden. Wie zum Teufel sollen wir die Helios effektiv am Laufen halten, wenn ihr es verkackt, korrekte Messungsergebnisse bereitzustellen? Verpflichtende Schulung zum Thema System und Verkabelung am Dienstag 21 Uhr. Die Schulung endet erst dann, wenn jeder von euch sämtliche Details im Schlaf beherrscht. Aubrey King, Technologieabteilung, Unterabteilung Wartungsarbeiten. Ja, aber ich meine, da hat er auch recht, oder? Aber trotzdem, er ist ein bisschen streng und ein bisschen vulgär. Und er ist halt die ganze Zeit sehr, sehr freundlich zu uns. Das macht mich etwas stutzig. Ich fände es besser, wenn er mal die ganze Zeit fluchen würde und sagen würde, so, jetzt bewegt mal deinen Hintern, Madame. Ich will endlich raus. Scheiß mal auf die Forschungsergebnisse deiner Schwester. Kümmere dich erstmal um mich. Ja gut, meine Theorie übrigens, dass vielleicht Rose für Allison arbeitet. Weiß nicht. Also sie ist ja nicht sehr erpicht darauf gewesen, die Ergebnisse zu holen. Das hat ihre Schwester ihr gesagt. Mehrmals. Und sie wollte eigentlich nur ihre Schwester retten. Von daher... Gehe ich wieder zurück zu der Theorie. Verdient, Billy. Verdient. Jahre voller. Aubrey! Ja, ich meine, Aubrey hatte auch überall diese komischen Bilder von Tesla hängen in seinem Zimmer. Ich glaube, der ist wirklich ein bisschen besessen von ihm. Oh, hab schon ein bisschen gesenkt. Hätte ihm das für eine Bettpfanne. Ja, also gehe ich wieder zurück zur Theorie, dass Rose vielleicht gar nicht weiß, dass sie mal alles verrät, oder? Der Typ ist einfach nur so verrückt und denkt, wir hätten alle verraten und das ist gar nicht wahr. Da haben wir es jetzt bald. Wie gesagt, hier fehlt noch eins. Weil ich da das Ventilrad nicht für habe. Habe ich jetzt auch anderswo eingesetzt. Ja, vielleicht irgendwo noch eins. Ist hier noch irgendwo so ein Ventilrad am Bienen? Nee. War es immer noch nicht. Oder ich kann es vielleicht wieder abmachen, das Rad. Oh. Ich kann ihn mehrmals drehen. Na dann. Oh. Ich will's gerne zurück. Zurück. Na toll, jetzt dreh ich so wieder auf. Welche habe ich jetzt schon gedreht und welche noch nicht, ist die Frage. Ich habe auch bisher kein Collectible mehr gefunden in dem Abschnitt. Ja, doch, eins hatte ich noch. Ja, das war das mit dem Zettel. Und Aubrey. Musste doch irgendwo ein Ventilrad sein, dass ich das eine Teil noch abdrehen kann, oder? Ansonsten wird hier nämlich die ganze Zeit der Strom an sein und ich komme da nicht dran. Schätze ich jetzt mal. Oh, es ist runtergefallen. Na cool, da habe ich jetzt ja doch noch eins. Und das war dann das hier? Nein, das war das nicht. War das hier? Das da. Jawoll, wir haben alle. Du hast es geschafft, Rose. Alle meine Sensoren zeigen grünes Licht. Die
Sicherheitstüren sollten offen sein. Nur noch eine Hürde, dann können wir dieses Schiff verlassen. In Ordnung. Noch eine Hürde. Was kommt als nächstes? Also, erinnerst du dich an diese riesige, defekte, elektromagnetische Verteilerspule? Sie ist... Weißt du was? Manche Dinge muss man sehen. Komm weiter. Okay, Aubrey, ich weiß nicht. Du bist unheimlich. Gerade. Viel zu begeistert, obwohl du ja eigentlich weg wolltest. Was? Ja, setzen Sie den Weg durch die Maschinenhalle fort, um zu sehen, wovon Aubrey redet. Boah, ist ganz schön neblig hier, oder? Ganz schön viel Dampf. Ach, da ist eine Kette vor? Na toll. Lass mich raten, da kann ich... Ja, ich kann nicht durch wegen der Kette. Ich kann da nicht drüber steigen. Oh. Na, sieh mal an. Warum finde ich dich hier überall wieder? Immer noch kein Aubrey. Vor was ist er geflohen? Er sagte, da musste er fliehen vor den Viechern, aber ich... Ich sehe hier keinen Nebel, also kein Exo. Kein Exo-Ausbruch. Was denn? Liegt uns jetzt wirklich langsam die Helios um die Ohren? Ist es jetzt bald soweit? Bäh. Oh Mann. Und dann ist die See auch noch sehr stürmisch, ne? Elektromagnetische Verteilungsspule. Warte, wer ist er? Ich nenne das Ding Fred. Fred. Ernsthaft? Fred? Na gut. Oha. Oh, die ist echt übergroß. Oh, scheiße. Ist das... Ist das Aubrey? Ach du... Keine Sorge, dort drinnen bist du in Sicherheit. Solange du die Schockwelle nicht direkt abbekommst, solltest du es überstehen. Gut zu wissen. Du solltest mich sehen können. Ich bin in dem hohen Gebäude auf deiner rechten Seite. Siehst du mich dort am Fenster, Rose? Wie dem auch sei. Siehst du das brennende Gebäude da hinten? Dort findest du den Notschalter. Warte, ganz da hinten? Am anderen Ende? Ja. Du willst, dass ich dort rüberrenne, während das Elektromagnet-Dings da regelmäßig alles grillt? Ja! Ich habe darüber nachgedacht. Wenn es für dich okay ist, öffne ich die Tür auf deiner linken Seite und verstecke mich so lange in einer Ecke, okay? Selbstverständlich. Ich würde eh nicht wollen, dass du mir ins Ohr schreist. Wow, ernsthaft? Und warum macht er das nicht selbst? Wartungsbericht Nummer 2412. Prüfungsurteil komplett durchgefallen. Anmerkungen des Kontrolleurs. Mir wurde von Wardenclyffe-Repräsentanten mitgeteilt, dass das Wartungsteam als Arschlöcher zu bezeichnen. Nicht dem erwünschten Führungsstil des Unternehmens entspricht. Ach so. Daher werde ich diesen Begriff bei der Beschreibung des Teams künftig nicht mehr verwenden. Stattdessen werde ich sie kaputte Vollidioten nennen, da ich schwöre, dass sie absichtlich versuchen, mich zu ärgern. Hier ist ein Beispiel für die vielen Probleme, die die letzte Inspektion aufgedeckt hat. Durchgebrannte Sicherung im Sicherheitsbereich 122b, geschmolzene Sicherheitsnadel auf dem Distributionshub Nummer 4, defektes Hochspannungskabel zwischen T3 und T4, die Druckpumpe 26 funktioniert kein fucking bisschen. Ich wiederhole, kein fucking bisschen ist die korrekte Bezeichnung. Wirklich, sagt er. Sicherungskasten 14L enthielt statt Satzsicherungen Toilettenpapier. Fehlende Thermostate bei 3 von 4 Lagertanks.
Auslaufende Hydraulikflüssigkeit bei Pumpe 34W. Mehrere fehlende Einstellräder an den Druckregelventilen. Ich find's gerade lustig übrigens, weil es wurde ja Toilettenpapier geklaut. Und es taucht jetzt hier wieder auf irgendwie. Die vollständige Liste der Mängel habe ich an die Kaffeemaschine der Cafeteria genagelt. Eventuell bin ich aber mit dem Hammer abgerutscht. Es scheint so, als würden sie alle diese Woche sämtliche Wartungsarbeiten ohne ihre gewohnte Dosis Kaffee durchführen. Sie werden mir später danken. Aubrey King, Technologie, Abteilung, Unterabteilung Wartungsarbeiten. Ach, das sind hier die Collectibles, okay. Du kannst doch nicht den Leuten ihren Kaffee nehmen. Das ist jetzt echt Psychoterror, Aubrey. Na klasse. Sehe ich dann irgendwie zumindest, in welcher Frequenz das kommt? Oder ist das einfach mal so... Oh, so random. Okay, es kündigt sich zumindest recht lautstark an. Nicht lange, aber lautstark. Und wo bitte soll ich jetzt dann überleben können? Außer Sichtweite bleiben einfach nur, ich meine. Ich will nicht sterben. Ah, okay. Jetzt kommt es aber ganz schön oft, oder? Kann ich mich hier nur verstecken? Ernsthaft? Hier geht's gar nicht weiter. Ach, geil. Oh nein. Ah! Keine Zeit zum Klettern. Aua. Oh, es ist dunkel hier. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts da unten. Es ist einfach nur schwarz. Ich hoffe mal aufs Beste. Nee. Okay, da ist Wasser. Cool, sie kann nicht schwimmen in radioaktiver Brühe oder was auch immer das ist. Das ist ja blöd. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wo bin ich auf mich hier drüben? Ah. Ist sie vielleicht jetzt echt darüber geschwommen gerade? Okay. Cool. Ich habe es irgendwie geschafft, hier rüber zu kommen. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Schnell einer. Oh. Oh. Ist das der Notschalter? Haben wir es geschafft? Ist das vorbei? Woher soll ich das wissen? Ich habe das verdammte Ding betätigt. Hat's funktioniert? Nur... Moment. Ich glaube, du hast es geschafft, Rose. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube es nicht. Du hast es geschafft. Ich werde Aubrey, Aubrey. Wie wäre es, wenn wir endlich von diesem gottverlassenen Ort verschwinden? Nicht ein Tag zu früh. Nimm den Metallstäb links von dir. Das sollte dich direkt hierher ins Kontrollzentrum führen. Ich weiß, ich habe mich schon bedankt. Aber es ist schön, das gleich endlich persönlich tun zu können. Bin auf dem Weg, Aubrey. Wir sehen uns. Okay. Hat er das? Hat er sich bedankt? Mal sehen, wie er seine Dankbarkeit zeigt. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt hier weg können. Hoppala. Irgendwie sind noch so viele Sachen nicht aufgeklärt worden. Warum?
Warum das alles? Warum und was? Und wieso und weshalb und überhaupt? Ich glaube nicht, dass er freundlich ist. Aubrey. Oder vielleicht doch? Vielleicht tue ich ihm Unrecht? Vielleicht tun wir ihm alle Unrecht? Nee. Habe ich trotzdem, wie sie es darüber geschafft hat, obwohl ich eigentlich gestorben bin. Hoffentlich kennt Aubrey eine Abkürzung hier raus. Ich will nur ungern denselben Weg zurückgehen. Ach, naja. Du müsst jetzt Aubrey? Eigentlich hier sein. Hey, Aubrey. Wo bist du? Wo bist du, Aubrey? Lass uns gehen! Was haben wir denn hier? Noch ein Wartungsbericht. Divisionsmemo. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man darüber lachen. Seit meinem Wechsel von der Meteorologieabteilung vor 8 Monaten habe ich keine Wartungsprüfung durchgeführt, ohne gravierende Mängel festzustellen. Alles, was ich höre, sind Sicherheitsbedenken hier und Sicherheitsbedenken da. Wenn es gelingen würde, die Maschinenhalle für eine einzige Woche ohne eine Katastrophe am Laufen zu halten, könnten wir tatsächlich das Budget bekommen, um ihre paranoiden Sicherheitsbedenken am Arbeitsplatz zu kümmern. Für diejenigen, die es interessiert, die Seebestattung ihres Kollegen Michael Jensen wird am Mittwoch um 14 Uhr abgehalten. Das ist alles. Aubrey King, Technologieabteilung, Unterabteilung Wartungsarbeiten. Jo, wir haben alles. Sehr gut. Warum sagt er aber, ich werde überleben? Komm schon, Aubrey! Lass uns gehen! Hä? Dass er sich nicht zeigt, finde ich ein bisschen sehr, sehr verdächtig gerade. Sehr verdächtig. Oh, was? Das ist Aubrey? Benny? Ich glaube, das ist Benny. Ja, das ist wohl Benny. Lass mich raten, Aubrey hat ihn selber getötet, so wie das aussieht. Wo ist er hin, das Schwein? Der kann es doch jetzt hier nicht einfach zurücklassen. So, und jetzt ist auch klar, warum Aubrey uns hier überall die ganze Zeit helfen konnte. Aber der hat doch überhaupt keine Anzeigen, keine Monitore, gar nichts. Und das ist übrigens Benny, sein Kumpel, von dem er die ganze Zeit gesprochen hat und mit dem er die ganze Zeit gesprochen hat. Steht Warning auf der Tafel, ja. Okay, und wir haben ihn jetzt befreit, Aubrey, aber irgendwie ist er weg. Der ist einfach abgehauen, der Penner. Und hat uns nicht mal gesagt, wo er hin ist. Geschweige denn, dass er kurz gewartet hat auf uns. Was haben wir denn hier? Siehst hier? Ein Kartenentwurf des OP, in dem Ada eingesperrt war. Oh nein, oder? Oh! Hallo, Rosie. Du Penner! Ich hab's gewusst, dass er uns verraten wird. Oh nein. Ich habe versucht, es dir zu sagen. Das habe ich wirklich. Ich bin ein Lügner, Rose. Ich habe alles gehört. Jedes Wort, seit du an Bord kamst. Von deinem ersten Gespräch mit Ada bis zu ihren letzten Worten. Ich habe sogar dein Gespräch mit Nicola belauscht. Aubrey. Teslas Sperre hat den Funk deiner Schwester nicht gestört. Das war eine weitere Lüge. Das war ich! Warum? Weil sie mir alles weggenommen hat! Einfach alles! Seine Aufmerksamkeit! Ich hatte seinen Respekt! Aber sie hat mir alles genommen. Ich war mal wer auf diesem Schiff. Aber jetzt... Jetzt ist die Zeit gekommen, mir alles zurückzuholen. Angefangen mit ihnen hier. Wenn du das tust, werde ich dich töten. Ist das ein Versprechen, Rosie? Pfadfinder-Ehrenwort. Süß.
Du hast vergessen, dass so wie ich die fremdartige Energie in den OP-Raum zu deiner Schwester geleitet habe, genau so kann ich sie auch zu dir leiten. Genau hierher. Beeil dich lieber. Diese Dinger werden jeden Moment hier sein. Benny hier wird dir Gesellschaft leisten, während du stirbst. Ich hingegen werde jetzt hiermit die Lage retten und mir zurückholen, was mir gehörte. Ein Blatt rein, eine Dorne raus. Boah, du bist so ein Scheißkerl, Aubrey. Es geht einfach nur um deine verletzte Ehre. Oh mein Gott, nein, 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 schnell. Muss sie ganz schnell verpasst haben, wenn sie humpelt. Oh mein Gott. Hör auf, hör auf, hör auf. Oh, hier ist alles schon voll mit dem Zeug. Oh mein Gott, hinter mir sitzt er, oder? Also. Oh nein. Hat der das hier alles reingeleitet, der Penner? Der hat doch nicht die ganzen Leute umgebracht, oder? Das war doch selbst das. Also das wäre ein starkes Stück, wenn Aubrey das alles war. Warum ist sie so langsam? Au! Schließ deine Augen, Rose! Schließ deine Augen! Was? Tesla? Was? Alles wird gut. Sie sind weg. Alles wird gut. Na toll. Glaube ich nicht dran. Aber das sehen wir nächstes Mal, ob Tesla gute Absicht mit uns hat. Ich würde mich freuen über ein paar Likes und Kommentare und dann begrüße ich euch bald schon wieder zu Close to the Sun. Macht es gut. Tschüss.